Ausnahmezustand in Berlin. Ein Haus soll geräumt werden. 30 Jahre lang war die Liebig 34 besetzt. Ein Vorzeigeprojekt des Linksextremismus in Deutschland. Ein Zentrum der Freiheit und Gleichheit der Geschlechter, wie es in der linken Szene heißt. Die Reaktion auf den Polizeieinsatz bei der Räumung ist Gewalt. Gesellschaftlich bedeutsame Ziele werden von der Militanz der linken Szene überschattet. Ein Phänomen, das typisch für das Themenfeld des Linksextremismus ist. Was aber ist Linksextremismus? Wie denken linke Extremisten? Welche Unterschiede gibt es? Und wann wird aus linkem Protest Linksextremismus? Deutschlands Innenbehörden haben einen Katalog an Merkmalen erstellt. Als Bestandteile des Linksextremismus gelten Antikapitalismus, Antiparlamentarismus, Staatsfeindschaft, antiautoritäres Denken verbunden mit der Akzeptanz von Gewalt.